Ich war dann mega nervös irgendwie, weil das ist, man kommt sich so bescheuert vor, so alleine in so einem Raum zu sitzen und in so eine Kamera zu quatschen. Und ja, herzlich willkommen in der Podcast-Folge. Heute mit Kamera Cave. Ihr kennt, also als Kamera Cave kennt ihr ihn. Martin Flint heißt er in Wirklichkeit. Ich stelle dich kurz vor, Martin, du bist 26 Jahre alt, du hast Umweltingenieurwesen mit Bachelor studiert in Gießen. Genau. Du wohnst seit einem Jahr in Berlin. Davor warst du in Frankfurt. Du machst seit 8 Jahren Filme. Du hast angefangen mit der Canon 550D. Dann hattest du die GH3, die Sony A7S und jetzt hast du zurzeit die Canon C200. Du hast dir alles autodidaktisch beigebracht, keine Kurse, keine Ausbildung oder ähnliches. Und ja, fangen wir erstmal an, wieder die drei Kategorien, also erst Persönliches, Ausrüstung und dann Marketing. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Schönen Vielen Dank. Dank. Mega Danke cool, schön. Echt. Also es hat mich mega gefreut, dass du überhaupt zugesagt hast, weil ich habe gedacht, der hat so viel zu tun momentan. Also ja, für Leute, okay. Also für Leute, die Martin nicht kennen, er ist extrem viel unterwegs. Du machst richtig coole Videos, da bin ich überhaupt auf dich gekommen. Du hast viel Input bringst du auf YouTube und Kamera Cave, also wer dich nicht kennt, es kannten dich sogar einige wirklich nicht, da war ich ganz überrascht. Und, kann ich voll mit leben. ich würde gerne erstmal, genau, aber bevor wir anfangen, das ist das erste Mal, dass ich gerne Fragen mit reinnehme, die ich vorher gestellt habe. Und zwar möchte Paul Jacek möchte gerne wissen, das ist eine sehr komplizierte Frage, wo siehst du den Stellenwert in der Gesellschaft mit deiner Arbeit? Also im Hinblick auf, er hat das so beschrieben, ich habe nochmal nachgefragt und jetzt muss ich nochmal gucken, er hat nicht die Anerkennung, sondern es geht um die Wichtigkeit der Zuordnung in der Welt. Und zwar sagt er zum Beispiel, der Arzt erhält Menschen, der Bauer liefert das Essen und was macht ein Videograf eher in dieser Richtung? Das war so seine Frage. Gute Frage. Also ich glaube, der eine Teil, den ich sozusagen erfülle in der Gesellschaft, sage ich mal, ist der Unterhaltungswert. Also YouTube ist ja schon Unterhaltung und ich glaube, da kann ich mit dem Channel schon so ein bisschen was bieten. Ich weiß von vielen, dass sie sich gerne einfach sonntags oder wann auch immer das Video rauskommt, dann irgendwie zum Frühstück oder so meine Videos angucken. Ich glaube, das ist auch so dieser Unterhaltungsfaktor ist in der Gesellschaft, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und der andere Part ist schon auch, geht schon eher Richtung Kapitalismus, Konsum. Ich mache für Firmen, mache ich Filme, ist die Frage, was das jetzt irgendwie oder wie das die Gesellschaft voranbringt, aber ja, also ich sehe mich weniger als Künstler, sondern eher so als Techniker, der irgendwie vielleicht aber auch Unternehmen irgendwie ein bisschen hilft. Also das ist so eher der Part, klingt ein bisschen traurig, aber ich glaube, in der Realität ist es so die Richtung bei Ja, mir, ja. ist aber cool. Ja. Was jetzt Klaus Stilicke gerne interessieren würde, wäre was dein Werdegang, wie und wann sich Erfolge eingestellt haben, was du im Nachhinein anders machen würdest und welche Dinge du so, also, aber auch welche nicht so schönen Dinge du als Videograf erlebt hast. Was ich anders machen würde, fast gar nichts eigentlich. Also ja, wenn ich alles oder wenn ich irgendwas anders gemacht hätte, wäre ich vielleicht jetzt nicht so da, wo ich bin. Gut, mein Werdegang, ja, ich habe so als Schüler angefangen mit Fotografie, da war ich 14 oder 15. Und das wurde mir aber irgendwann zu langweilig und dann musste was Neues her. Dann ging so langsam dieser Videografie, DSLR-Hype los und da bin ich dann, ja, würde ich fast sagen, einer der ersten gewesen mit so einer filmenden DSLR, mit der 550D eben. Hab dann in meiner Umgebung viel Videos gemacht für kleinere Festivals. Dann fing es irgendwann auch relativ schnell, schon im ersten Jahr eigentlich an für Firmen, so Kleinigkeiten. Und genau, dann vor 3,5 Jahren habe ich mit diesem YouTube-Kanal angefangen und da ging es dann erst richtig los, würde ich sagen. Also schon bei 3000 Abonnenten haben mich dann Leute darüber gefunden, da kamen dann Anfragen für Aufträge und so weiter. Und jetzt lebe ich fast nur noch davon, dass Anfragen über YouTube kommen und so weiter. Genau. Mega cool. Ja. Nächste Frage. Liam MB. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es tut mir leid, wenn ich es falsch, aber ich kenne den Namen so nicht. Sie interessiert, warum Berlin? Was gefällt dir aus filmerischer Sicht an Berlin und oder an der Community in Berlin? Tatsächlich gar nicht so krass viel, wie ich dachte. Also der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin, war der, dass ich zum einen mehr Freunde in Berlin kannte oder hatte, die auch dorthin gezogen sind, als in meiner alten Heimat. Und es war so, ich war öfters schon in Berlin, eher privat zum Kurzurlaub machen und so weiter und hat es mir einfach sehr gut gefallen immer. Und genau, das war so der Hauptgrund. Und natürlich hatte ich auch die Hoffnung, dass in Berlin irgendwie jobtechnisch mehr geht oder nicht unbedingt mehr geht, aber das, ja.
direkt in Berlin dann viele Aufträge stattfinden würden. Okay. Das muss ich sagen, hat sich leider nicht so bewahrheitet, für mich zumindest nicht. Es gibt sicherlich viele Jobs hier in Berlin für Filmemacher, da will ich auch keinen irgendwie abschrecken oder so. Aber ich persönlich, da ich ja diesen YouTube-Kanal habe, der in Deutschland eigentlich komplett irgendwie seine Zuschauer hat, kommen natürlich auch Anfragen aus ganz Deutschland, beziehungsweise teilweise auch Österreich, Schweiz und so weiter. Und ich kann nur sagen, ich bin viel unterwegs und fast nie in Berlin. Das ist ein bisschen schade. Also ich würde auch gerne eher lokaler hier was machen, aber ja, wie gesagt, Schweiz war ich jetzt ein paar Mal, dann im Süden von Deutschland viel. Und deshalb aus Berufssicht ist Berlin gar nicht so gut für mich. Ich wollte gerade sagen, Berlin, Schweiz ist ja eine Ecke, ne? Also, da Auf ist ja jeden nicht mal Fall, eben. ja. Zum Glück gibt es Flugzeuge, das ist immerhin schon ganz gut, aber Wenn du nächstes Mal in der ja. Sch ich komme ja aus der Schweiz, wohne in der Schweiz, lebe in der Schweiz, wenn du nächstes Mal Ach cool. vorbeikommst, schreibst du einfach mal und treffen uns mal auf. Habe ich zu Ferdi auch Sehr gesagt. gerne. Und Ferdi lade ich übrigens ein zur Pizza, weil der hat sich damals beim Bund vorgestellt und verträgt nicht mit keine Pizza, hast du ja wahrscheinlich gehört. Und das war echt so ein Ja. Running Gag und Ja. deswegen. Also wenn du Kaffee magst, Gerne. ich lade dich sehr gerne ein, ja. Dann nächste Cool, ich Frage. freue mich. Nire heißt sie, also gibt sie an. Sie würde interessieren, wie du das gelernt hast. Also Learning by Doing oder Workshops. Ich habe vorhin im Vorspann gesagt, dass du das alles autodidaktisch beigebracht hast. Und das heißt, eine Ausbildung oder richtige Workshops, wo du hingegangen bist, hast du nie besucht. Nee, tatsächlich nicht. Aber was so Workshops angeht, plane ich tatsächlich auch mal wieder bald ein paar Workshops zu besuchen. Oder ich sag mal das erste Mal. Denn es gibt, also ich habe wirklich alles autodidaktisch beigebracht mit YouTube, teilweise Bücher. Da würde ich auch mal ein YouTube-Video tatsächlich drüber machen, über Bücher, die ich so empfehlen kann. Da kamen jetzt auch schon so ein paar zusammen. Und ansonsten, ja, einfach Learning by Doing auf jeden Fall. Erfahrung gesammelt, ein paar Sachen ausprobiert. Das hat dann mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Und ich denke, das ist der beste Weg. Aber man stößt irgendwann an seine Grenzen. Also irgendwann hilft so ein YouTube-Video einem nicht mehr weiter, weil die ja doch teilweise recht oberflächlich sind. Und ich habe schon geplant, vielleicht auch mal irgendwie so einen wirklichen Profi-Color-Grading-Kurs zu besuchen. Oder zum Thema Lichtsetzung zum Beispiel würde ich auch sehr gerne mal ein bisschen mehr lernen. Ich meine, ich arbeite mit Softboxen, die stelle ich schon irgendwie so hin, dass es ganz gut aussieht. Aber ich denke, da kann man noch viel, viel lernen. Und gerade in so ein- bis zweitägigen Workshops vielleicht. Das ist ein richtiger Beruf. Das ist nicht Ja. Licht, ist ein richtig krasser Beruf. Ich habe mich da mit einem unterhalten, habe ich gedacht, so was? Okay, nein, sagt er, da musst du wirklich Ausbildung machen, Studium und also da gibt es alles. Genau, ja. Licht ist wirklich, ja. Ja, cool. Sehr interessant. Dann jetzt komme ich mal zu meinen Fragen. Und was gefällt dir denn an der Videografie am meisten? Gute Frage. Also ich finde einfach, ich freue mich immer daran, wenn ich irgendwie, man weiß ja immer, wie es hinter den Kulissen aussieht bei so einem Filmdreh oder auch bei einem Festival zum Beispiel. Und also früher, ich habe ja angefangen mit so Festival-Videografie und da habe ich es dann irgendwie sozusagen geschafft, dass das Festival zum Beispiel voller aussah, als es in Wirklichkeit war, oder dass die Stimmung noch schöner aussah als in Wirklichkeit. Und das war immer so eine Sache, die mich dann irgendwie auch erfreut hat, wenn ich so am Rechner saß und gedacht habe, so, fuck yeah, sieht gut aus. So, Das kenne ich, ja. das macht wirklich Spaß, genau. Und auch ja, bei Musikvideos, also bei so eher künstlerischen Videos, hat man ja das Gleiche. So, man weiß, wie teilweise laienhaft man vielleicht ausgestattet war und dann am Ende kommt dann noch was sehr Filmisches irgendwie raus und dieser ja, dieser Wandel sozusagen, der gefällt mir sehr gut. Super cool. Also du machst das auch eher aus Leidenschaft. Videografie ist ja, du machst ja, also sehe ich das, als Videograf machst du ja alles. Früher war das ja Cutter, da war das Kameramann, der eine hat über den anderen geflucht und ich habe übrigens aus dem Color Grading Programm mir mal durchgezogen. Das war so ein, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht hier. Doch, Farbkorrektur und Color Grading irgendwie von. Ach, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall war es mega cool. Auch über von Ja. Da Vinci und alles. Also so viel Information, wie ich da ge gelernt habe. Unfassbar. Aber das ist halt, ist wirklich ein Riesenthema. Und deswegen, mich fasziniert das auch, alles zu machen. Weil du hast dann, wenn du einmal gefilmt hast und gehst dann in den Schnitt, dann merkst du, scheiße, beim Film hätte ich noch das und das und das besser machen können. Und beim nächsten Mal macht man es dann automatisch besser. Also so geht es mir. Dass ich wie immer dazu lerne und dann werden die Videos immer besser. Ja, Auf cool. jeden Fall, ja. Ja. Also dazu will ich vielleicht gerade mal kurz einsteigen. Also Gerne. ich mag auch gerade das, dass ich gerade so alles machen kann. Also ich habe gemerkt, ich habe schon bei vielen Drehs jetzt auch mit wirklich größeren Teams gearbeitet, entweder als, ich sag mal, Regisseur oder nur als Kameramann. Und ich finde es eben sehr schön, wenn man wirklich alles aus einer Hand hat und ich weiß genau, was ich gefilmt habe, was ich mir beim Filmen so gedacht habe und ich weiß genau, wie ich dann Color graden werde. Und bei vielen Projekten, bei denen ich jetzt mit anderen Leuten gearbeitet habe, war ich dann immer so ein bisschen enttäuscht vom Endergebnis, weil ich entweder mit der Kamera nicht klarkam oder eben das komisch gegradet war am Ende. Und ich mag das sehr gerne, alles alleine zu machen fast.
Ja, alles Genau. so federführend, einfach so. Ich will, Ja. ja, man hat ja Vorstellungen und dann, wenn das dann nicht umgesetzt wird, ist natürlich Mist. Ich hatte Genau, ja. vorher mit, das letzte Interview war mit Daniel Slotin, also das vorletzte, und der hat auch erzählt, er hat Kollegen eingestellt, die ihm auch Arbeit abnehmen sollten. Und dann hat er beim Schnitt, hat er gesagt, ah, das ist alles so scheiße, das gefällt mir nicht, das toucht mich nicht, ach komm, ich mache es lieber selbst. Und deswegen Ja, macht er ja. jetzt auch nur noch alles selbst und sitzt, der filmt tagsüber, den ganzen Tag, und abends sitzt er dann an seinem Laptop im Hotel und schneidet dann alles zusammen, und der ist voll der Workaholic, also der Kann ist ich sehr gut nachvollziehen. Also ich hatte auch einen Mitarbeiter für 3 Monate. Mit ihm war ich sehr zufrieden, der ist aber aus anderen Gründen dann gegangen. Aber da war es auch so, dass ich immer den Feinschliff immer noch selbst gemacht habe. Also er hat sehr viel Grobschnitt gemacht und mir sehr viel vorgearbeitet und so. Das war sehr, sehr angenehm. Aber diesen Feinschliff, den wollte ich dann doch im Gesetz machen. Also Color Grading und so, die letzten Schnitte setzen, das war dann doch das, was ja letztendlich auch die Handschrift von meinen Videos ist. Und Ja. das war mir dann doch auch sehr wichtig. Aber ich denke, wenn man da sich mehr Zeit genommen hätte zur Einarbeitung nach nur einem halben Jahr, denke ich, hätte er das auch so gut hinbekommen, wie ich es dann auch wirklich gewollt hätte. Genau. Tja, schade, dass das nicht geklappt hat. Also Mitarbeiter ist ja Ja. auch so ein Riesenthema, da den richtigen zu finden. Das ist Auf jeden wirklich Fall, so. ja. Was machen denn deine Videos so besonders? Du hast jetzt Color Grading angeschnitten. Ist das das, was du sagst? Also Color Grading, das ist auf jeden Fall das, wo es sich an die Fahne hängen kann, oder? Ich denke schon, ja. Also es gab sicherlich so ein paar Fehltritte, sage ich mal, wo ich dann am Ende nicht so zufrieden war mit dem Color Grading, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist so dieses ganze Farbthema schon das, was meine Videos auch ausmacht, auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt nicht so sonderlich kreativ bezeichnen. Ich habe auf jeden Fall auch Defizite so im Storytelling oder so. Aber so dieses schöne, smoothe Filmen plus eine schöne Color Grading, so das ist, denke ich, das, was ich am besten kann. Und eben diesen kreativen Part würde ich gerne sehr gut können, aber das ist definitiv jetzt eher nicht das, was ich sagen würde, was mich auszeichnet. Also das wäre vielleicht auch so eine Sache für einen Workshop oder so, wenn es da irgendwelche Workshops gibt, sich da nochmal ein bisschen fortzubilden. Also ich weiß, der Ferdi macht Workshops, aber mehr so technikbasiert. Er hat mir versprochen, er macht es irgendwann wieder, und weil ich würde da auch sehr gerne hingehen, weil der hat Ahnung ohne Ende. Der hat mir schon Informationen um die Ohren gehauen. Da habe ich gesagt, okay, mit dem ISO, und wo ich denke, so, okay, das sind so Dinge, die weiß ich nicht. Ich weiß ISO so möglich runter wie möglich, damit kein Rauschen hast. Und das sind so die Infos, aber dann hört es auch schon auf. Ja, das ist dann, wenn man sich so stundenlang in irgendwelchen Foren rumschlägt, dann liest man sowas und auch durch Ja, viel Ausprobieren natürlich, genau. 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 Ja, Workshops habe ich auch mal gegeben, aber das habe ich jetzt dieses Jahr einfach nicht so die Zeit für gehabt. Aber es war dann auch eher so Grundlagenworkshops, also ist wahrscheinlich dann für dich auch nicht so interessant. Ja, er sagt auch, Genau. bei ihm ist es so, du musst die Grundlagen mitbringen. Also er sagt, der Blende, ISO, Shutter Speed und so, das musst du drauf haben und wissen, worum es Ja. geht. Weil sagt er, sonst langweilt sich die Hälfte der Kursteilnehmer, und deswegen sagt er, da muss man da schon gleich bei der Basis einsteigen. Und bei ihm geht es auch mehr so um Storytelling. Oh Gott, Ja. Geschichten erzählen einfach mal so. Ja, Und aber schon. wie macht man das? Ja. Ja, Genau. vielleicht trifft man sich ja auf dem Ferdi-Workshop. Schauen wir Sehr mal. gerne, ja. Ferdi und ich sind ja auch so ein bisschen in Kontakt. Mal schauen, was da noch so passiert. Der ist ein super lieber Typ, wirklich. Der Ja, ist so auf jeden Fall. sympathisch. Und das Witzige war, also die Welt ist ja wirklich ein Dorf. Ich habe mit Ferdi erstes Podcast gemacht, und dann habe ich mit Daniel den Podcast gemacht, und Daniel erzählt mir dann so nebenbei, ja, übrigens, der Ferdi, ja, den kenne ich nicht, aber mit dem mache ich jetzt ein Video in Afrika. Ich so, ach Ah, nee, ja. cool. Und dann haben Das sie habe ich letztes gesehen, ja. Mal bei Instagram haben sie gepostet, wo sie Sehr beide auf cool. dem Boot fahren. Also ich habe gedacht, mega, die Welt ist so klein, echt. Komplett, Das ja. ist echt. Gerade die deutschen Filmemacher sind eigentlich viel weniger, als man denkt. Also ich meine jetzt so diese Ja. Filmemachergruppe, ich meine, das sind wie viel? 22.000 mittlerweile, aber so viel ist es auch gar nicht. Also man trifft irgendwie immer Leute, die man irgendwie schon mal so online zumindest kennengelernt hat. Das ist schon ganz Genau. cool. Ja, vor allen Ja. Dingen, es sind zwar 22.000 Menschen drauf, aber es sind ja nicht, die sind ja alle aktiv. Die sind ja, Ja. manche melden sich an, und du liest immer die gleichen, die da kommentieren und so. Genau. Aber ich habe da jetzt auch schon viel böse Kommentare. Naja, ich will da jetzt nicht drüber reden, auf jeden Fall. Ja, kann man sich drüber streiten. Manche sind dann Genau. halt auch ein bisschen sehr. Naja, Ja, nächstes Thema. nächstes Thema, ne? Bringt nichts. Ich versuche mich da nicht mit zu befassen, weil das bringt nichts. Shitstorm hast du überall. Richtig. Kennst du Tobias Beck? Kennst du den? Tobias Beck? Ja? Der ist so ein Motivationstyp von Gedankentanken, habe ich das erste Mal. Und der macht auch einen Nee. Podcast. Und der hat Okay. erzählt, sogar Biene Maja und Benjamin Blümchen kriegen sogar Shitstorm und Daumen nach unten und alles. Wo er dann immer sagt dann, wenn die das kriegen, dann ist mir der Rest scheißegal. Dann weiß ich, Ja. welche Leute das machen. Gute Einstellung. Und so muss man das irgendwie sehen. Der USP haben wir Genau. jetzt erzählt. Was macht denn überhaupt ein Video unvergesslich, deiner Meinung nach? Zoom Transitions. Nein, Gott. jetzt bin ich wieder da. Nee, ich weiß es. Also, da muss ich kurz drüber nachdenken.
Ich meine, es gibt ja manchmal so Videos, wo man das nicht mal so unbedingt in Worte fassen kann. Aber ich denke, das, was noch am ehesten unvergesslich ist, ist einfach eine gute Story. Also, es gibt viele so Filme zum Beispiel oder auch Videos, wo ich wirklich einfach über die Idee komplett geflasht bin irgendwie. Und ich glaube, mittlerweile mit so einer guten Technik oder so kann man nicht mehr so viele Leute flashen wie mit einer krassen Story irgendwie. Genau. Also ich kann jetzt, muss mal überlegen, da wollte ich auch mal ein Video drüber machen, tatsächlich, über meine liebsten Kurzfilme und so weiter, die mich so Ja. geflasht haben, aber jetzt so aus dem Stegreif fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein. Aber es gibt schon wahnsinnig gute Sachen online und sehr kreative Menschen. Was mir bei deinen Schon Videos cool. aufgefallen ist, du hast ja, muss ich sagen, nicht viele Videos auf YouTube, aber alle deine Videos sind perfekt. Also ich muss sagen, da ist kein Trash-Video dabei, wo du sagst, ja, das hat er jetzt aufgenommen, um einfach mal mehr Traffic zu kriegen oder so, sondern das ist, jedes Video ist wirklich mit Liebe gemacht und immer auf den Punkt. Und man sieht ja anhand der Videobearbeitung, hat er da jetzt viel Energie reingesteckt oder hat er das so nebenbei gemacht? Und ich finde, du machst das wirklich jedes Video, weil ich meine, du machst das jetzt seit 3 Jahren, du machst das alles noch trotzdem nebenbei und trotzdem machst du die Videos eigentlich super top, muss ich, also großes Kompliment wirklich. Vielen Dank, ja. Ja, also ja, in den YouTube-Videos stecken immer viel Arbeit drin, gerade was so kleine Textanwendungen oder sowas angeht. Oder ja, also da steckt schon sehr viel Arbeit drin. Manche machen dann einfach nur so ein Textfeld drauf und ich mache dann immer noch irgendwelche Effekte drauf, dass ich das, also ich finde, es ist, also mir ist es sehr wichtig, dass die Videos auch ästhetisch irgendwie sind und da stecke ich dann lieber 2 Stunden mehr nochmal irgendwie rein, als dann sowas nicht zu haben. Und ja, also ich würde es jetzt nicht unterschreiben, dass alle meine Videos perfekt sind, weil es gibt so viele Videos, wo ich denke so, ja gut, da hätte ich vielleicht entweder noch ein bisschen besser recherchieren können oder vielleicht mal ein kleines Skript schreiben können, was ich übrigens nie mache. Und da gehen dann manchmal Informationen vergessen oder Okay. verloren, aber naja. Aber du Aber hast schön, ja, dass du das so siehst und ja, aber du Dankeschön. haust ja mega Infos raus. Du hast zum Beispiel, du hast der Einzige, der das richtig cool erklärt hat mit den 8-Bit und 10-Bit. Also ich muss sagen, das von dir, das Video, das hat jeder verstanden. Also wer das nicht verstanden hat, was da der Unterschied ist in der Detailtiefe, also das Cool. sehr cool Ja, erklärt, ja. das Und freut mich. das, weil da, die meisten, es gibt so viele Videos, wo du merkst, da ist ein akademischer Grad dahinter, die verkomplizieren das so dermaßen, dass du denkst, meine Fresse, komm doch mal auf den Punkt, sag doch mal, um was es jetzt geht. Und das Ja. machst du halt in deinen Videos wirklich. Ja, das freut mich. Danke. Zwei Sachen habe ich noch persönlich. Und zwar, was machst du in deiner Freizeit? Ich habe jetzt viel angefangen mit Reisen. Also, das ist auch so eine Standardantwort wahrscheinlich, auch bei vielen YouTubern und Instagram und so. Aber ja, früher als Student war da nicht viel Geld übrig, sage ich mal. Und jetzt habe ich mittlerweile wirklich die Möglichkeit, viel zu reisen, teilweise auch bezahlt. Und ja, es gibt auch so ein paar Aufträge, wo ich dann danach dann zum Beispiel nochmal irgendwie ein paar Tage dranhängen darf oder so. Also Reisen macht mir sehr viel Spaß. Und ansonsten, also ich habe jetzt nicht mehr so dieses krasse Hobby neben dem Filmen. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Deshalb wird es vielleicht mal Zeit, mir ein Hobby zu suchen neben dem Filmen. Aber im Prinzip ist auch Filmen so das größte Hobby, kann man Aber schon du sagen. schaust, du guckst schon, dass du auch Freizeit hast. Also du bist nicht nur Workaholic und schaffe, schaffe, Häusle baue, sondern. Ja, also ich merke das langsam so, dass ich nicht so der Typ bin, der so der absolute Workaholic ist. Also meine Freunde sehen das ein bisschen anders. Immer wenn ich irgendwas erzähle, hat es immer irgendwie mit Arbeit oder so zu tun. Das ist immer ein bisschen schade dann. Aber genau, gerade jetzt in diesem Jahr habe ich mich auch so ein bisschen gezwungen, auch mal ein paar Tage Ta Pause zu machen. Und letztes Jahr habe ich wirklich fast nur gearbeitet, auch also wirklich 7 Tage in die Woche, kann man schon einfach mal so sagen. Jetzt dieses Jahr habe ich auch Wochenende, ich habe morgen zum Beispiel mache ich gar nichts, wirklich bewusst lege ich mir einfach nur mal in den Park, werde ein bisschen lesen so. Genau, man muss sich da schon ab und zu mal ein bisschen bremsen, weil ja, auf Dauer kann man das einfach nicht durchhalten. Genau, Das merke ja. ich jetzt schon nach diesem Jahr Selbstständigkeit, ist schon anstrengend. Ja gut, am Anfang, du musst ja erstmal reinkommen mit den ganzen Steuergedöns und was, wie funktioniert Ja. das und also finde ich, das muss ich ganz, finde ich am schlimmsten, das mit diesen ganzen Steuern und jetzt gerade mit Webseiten, Datenschutz und bla, da ist so viel nebenbei, wo du denkst, mein Gott, und Auf das jeden macht Fall, ja ja. alles keinen Spaß, aber man muss es ja trotzdem machen, das gehört ja dazu. Genau, ja. Aber mit den Steuern habe ich mich mittlerweile abgefunden. Ich habe jetzt einen guten Steuerberater. Ich mache das jetzt einmal im Monat, die Umsatzsteuervoranmeldung. Dann passt das irgendwie und dann. Ich zahle jetzt, ist gut. Ja, genau. Ich hab's mir schwieriger vorgestellt. Jetzt mit Steuerberater ist alles easy. Aber ja, kostet halt. Aber das ist mir irgendwie wert Ja, und für dich auch mal. entlastet einen auf jeden Genau, Fall. so mache ich das auch, ja. Ja. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Oder wo siehst du dich? Gute Frage. Ich weiß, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich in 10 Jahren noch YouTube mache. Das ist so erstmal so der eine Fakt, weil zum einen weiß ich nicht, ob es diese Plattform noch so lange gibt. Es wäre schön, es wäre cool. Ich weiß aber auch gar nicht, ob mir das noch 10 Jahre lang Spaß macht.
Deshalb, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch Filme mache. Es gibt jetzt auch schon so ein paar Tage oder Wochen, wo ich einfach sage, okay, jetzt habe ich gerade keine Lust aufs Filmen machen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwie auch in den nächsten Jahren mal mich woanders umschaue in anderen Branchen. Schon auch irgendwie was Kreatives, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte zum Beispiel mega Bock, mal irgendwie Musik zu machen. Also, das wäre eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie beruflich machen kann, aber das wäre so eine Sache. Und ja, mal schauen. Also, ich kann es gar nicht so genau sagen. Meinen Sie jetzt singen oder Instrument spielen? Eher so instrumentmäßig, aber auch eher elektronisch so. Das wäre so ein Traum von mir, dass ich das mal irgendwie lerne. Das ist Also so. musikalisch bin ich schon so ein bisschen. Ich habe da schon auch Instrumente gespielt und so, aber das wäre ganz cool. Hast du schon mal mit Cubase gearbeitet? Ja, ich habe mich daran mal versucht, Das ist aber daher ist die schon ein paar Hölle. Jahre her und Das ist die Hölle. Das ist die absolute Hölle, wirklich. ja. Das. Aber das Ja. wäre zum Beispiel so ein Hobby, was ich mir vielleicht mal aneignen könnte, Ja. so mal wissen, damit zu so anfangen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und ansonsten glaube ich aber schon, dass ich auch in 10 Jahren selbstständig sein werde. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo angestellt zu sein. War ich jetzt noch nie. Ich hatte ein Praktikum mal 3 Monate, das hat mir irgendwie gereicht. Das war so ein klassischer, es war nicht mal 9 to 5, sondern irgendwie 7 to 3 oder so. Also ich musste mega früh im Büro sein und war absolut nicht meins. Okay, Ja. ja, kann ich verstehen.